Willkommen in der Realität, würde ich sagen. Also wir haben das bekommen, was wahrscheinlich alle erwartet haben. Wir haben auf einen Gegner getroffen, der aktuell outstanding ist in der Liga, in der ersten Bundesliga, im Pokal, in Europa, vielleicht zumindest in der Europa League. Also Enttäuschung sicherlich dahingehend. Wir wären alle auch gerne nach Berlin gefahren, keine Frage. Meine Mannschaft hätte sich das vielleicht aufgrund der letzten Wochen oder der Pokalrunden auch verdient, aber heute war die Hürde einfach zu groß. Das heute war dann wirklich das, was zu erwarten war. Nicht das, was wir uns gewünscht haben, aber das muss man da auch anerkennen. Dafür sind wir dann doch zu klein und nicht stark genug, um auch dem Gegner Paroli zu bieten. Deswegen verlassen wir den Raum DFB-Pokal. Bis hierhin habe ich ja gesagt, fantastische Reise. Jetzt ist Liga-Alltag ein ganz anderes Spiel. Und bei allem Respekt vor Eintracht Braunschweig, es ist nicht Bayern 04 Leverkusen. Und wir müssen halt natürlich auch nochmal ein ganz anderes Sicht zeigen. Also wir konzentrieren uns jetzt ausschließlich auf das, was vor uns liegt. Es ist extrem bitter. Der Gang in die Kurve tat noch mehr weh. Wir haben ganz, ganz viel Liebe bekommen. Die konnten wir heute leider nicht zurückgeben. Wir haben uns viel vorgenommen, so dumm es klingt, als Underdog hier, aber das ist natürlich klar. Und das, was wir uns vorgenommen haben, ist nicht aufgegangen. Da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Wir können viel daraus nehmen. Also wie gesagt, wir standen im Halbfinale, das ist bis jetzt einmalig seit ein paar Jahren. Das sollte uns sehr, sehr viel Kraft und Selbstvertrauen geben für die nächsten Wochen. Wir haben jetzt ganz, ganz schwere Wochen. Und vielleicht geht es ja nächstes Jahr dann doch wieder nach Leverkusen. Das hat Xabi Alonso mir auch gerade gewünscht in dem kurzen Gespräch, was ich mit ihm hatte. Also sehr respektvoll, sehr wertgeschätzt. Also für mich auch ein großer Sportler, ein großer Trainer. Und würde mich freuen, wenn ich dann hier nochmal um Punkte spielen dürfte.